Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie klassische Rezepte leicht zubereitet. Klassische Rezepte leicht zubereitet, das ist genau unser Thema heute, denn wir machen einen Rinderfilet-Topf. Ja, und was ist daran klassisch? Leute, Boeuf Stroganoff, der Rinderfilet-Spitzeneintopf schlechthin. Wir machen heute eine kleine Variante zu diesem Boeuf Stroganoff. Ist unglaublich wenig Arbeit, denn wir haben unseren Wunderkessel dabei. Alles, was wir brauchen, sind 500 Gramm Rinderfilet. Das habe ich jetzt schon mal hier in Streifen geschnitten. Kommt in unseren Mixtopf. So, 20 Gramm Öl kommen noch dazu und wird jetzt angebraten. Dieses Rezept wurde ursprünglich für den TM31 entwickelt. Da gab es noch keine Anbratfunktion. Und ich mache das jetzt auch genauso, wie ihr es im TM31 oder auch im TM5 zubereiten könnt. Wenn ihr einen TM6 habt, könnt ihr ja diese Anbratfunktion verwenden. Bevor ihr das macht, klickt mal hier oben drauf. Da könnt ihr unsere Erfahrung zum Anbraten mit dem TM6 live erleben. Also, ich mache es jetzt so wie früher. 3 Minuten auf 100 Grad im Linkslauf und auf Stufe 2. Bis gleich. So, die ersten 2 Minuten sind rum und wir rühren jetzt ein bisschen mit dem Spatel um. Und es ist jetzt natürlich nicht wirklich wie angebraten, ganz klar, aber es wird leicht erhitzt. Und wir machen jetzt wieder Linkslauf, dieses Mal 2 Minuten auf Stufe 1 und 100 Grad natürlich, ist klar. So, das ist jetzt einigermaßen, naja, angebraten oder angedünstet, wie auch immer. Man kann das natürlich auch in der Pfanne machen, dann hat man die entsprechenden Röstaromen und ein bisschen weniger Flüssigkeit vermutlich auch. Aber wir kochen heute alles im Wunderkessel. Als nächstes kommen 60 Gramm Zwiebeln oder Schalotten, könnt ihr natürlich auch nehmen, die sind etwas aromatischer, hier in den Wunderkessel. Dann weitere 10 Gramm Öl. Das ist echt immer hier mit dieser Waage. Irgendwie da bin ich echt auch mit dem Hin- und Herschieben, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und 300 Gramm Champignons, die wir in Scheiben geschnitten haben, die kommen ebenfalls dazu. Und das Ganze wird jetzt gedünstet. 10 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. So, unsere Pilze sind jetzt angedünstet, aber natürlich trotz allem, ne, das sind jetzt keine ganzen Pilzstücke mehr, ne? Das ist klar, also das ist jetzt schon ein bisschen zermatscht. Ja, also wenn man da Wert drauf legt, dass man ganze Pilzstücke hat, dann muss man es halt eben anders zubereiten. Wir machen jetzt noch 100 Gramm Wasser dazu oder 100 Milliliter. Ne? Ich sag immer Gramm, weil man das ja auch im Thermomix selber abwiegen kann. Dann kommt das Fleisch dazu und ein Teelöffel, ich mache da aber einen guten Teelöffel rein, von unserer selbstgemachten Suppenbrühe, unserem Suppengrundstock. Auch hier, klickt mal hier oben, da seht ihr, wie das funktioniert. Das Ganze wird jetzt nochmal 5 Minuten Stufe 1 auf 100 Grad gebracht. Natürlich auch hier wieder Linkslauf, ganz klar. Und dann sind wir schon fast fertig, aber auch nur fast. Wie es dann weitergeht, erkläre ich euch in 5 Minuten. So schnell sind 5 Minuten rum. 300 Gramm Sahne kommen noch hinzu. Dann 10 Gramm Senf. Ich finde es übrigens unglaublich wichtig, dass man Senf sagt. Es gibt so viele Leute, die Senf sagen. Senf. 10 Gramm Senf wiege ich jetzt direkt hier ein. Ups, das waren 19.
Na, macht nichts, dann wird es ein bisschen würziger. Etwas Pfeffer und natürlich auch etwas Salz. Ich nehme jetzt immer grobes Meersalz aus der Mühle. Ja, man kann natürlich auch schon gemahlenes Salz nehmen. Ganz ehrlich, gibt es da Unterschiede? Also wenn man es sieht immer so ein bisschen professioneller aus. Ne? Ich mache das zu Hause aber auch. Weiß auch nicht. Eigentlich könnte man ja auch so, ne? Streusalz nehmen. Also nicht Streusalz zum... Ach, ihr wisst, was ich meine. Das Ganze wird jetzt 5 Minuten, 90 Grad auf Stufe 1 Linkslauf wieder untergerührt. Und dann, Leute, ist es fertig. Es klingelt und es riecht gut. Das ist das Zeichen. Es ist fertig. Also, wir haben hier unser... Ruhe. Wir haben hier unseren Filettopf. Es ist sehr flüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist, glaube ich, auch nicht so als eigenständiges Gericht zu sehen, sondern eher so als, ja, ich sag mal, Soße oder Beilage vielleicht für Reis oder für Bandnudeln ist das perfekt, aber ich finde es sehr, sehr flüssig. Gut, ich habe es jetzt wirklich aber genauso gemacht, wie es im Rezept steht. Es ist echt flüssig, also es ist eher eine Soße. Ja. Bandnudeln machen wir übrigens auch hier im Wunderkessel. Klickt mal da oben drauf, da seht ihr, wie das funktioniert hier mit dem Thermomix. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie unsere Filetsoße, unser Filettopf schmeckt. Also geschmacklich ist das der Hammer. Das ist der Hammer. Auch mit der Flüssigkeit, das stört mich jetzt nicht. Das könnte man fast so als Suppe, Rinderfilet-Suppe, keine Ahnung. Aber also ich würde es jetzt nicht als Eintopf oder sowas durchgehen lassen, aber als Soße, als Nudelsoße, geil. Nee, echt gut. Muss ich sagen. Ich finde das klasse, auch die Pilze schmeckt richtig gut raus. Lassen wir genauso als Beilage für Bandnudeln oder für Reis. Naja, wie gesagt, und in der allergrößten Not auch einfach so vom Teller. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Guck mal, dass ich jetzt noch ein paar Bandnudeln irgendwie besorge. Und dann gibt es heute Abend leckeres Abendessen. Ich hoffe, bei euch gibt es auch was Leckeres zu essen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so im Wunderkessel mischt. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Rezeptideen und mit Sicherheit werden wir dann das eine oder andere hier mal kochen. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.